Hallo, schön Sie zu sehen. Ich heiße Chris und arbeite für Hochtief, den globalen Infrastrukturkonzern für Service, Bau, Mining und Public-Private Partnership. Ich zeige Ihnen, was wir auf der ganzen Welt machen. Kommen Sie einfach mit. Hier in Los Angeles baut Turner Construction eines der größten Stadien der Welt. Im Augenblick eine Großbaustelle mit 2500 Mitarbeitern. Es wird die Heimstätte der LA Rams und LA Chargers und Schauplatz für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2028. Bauen wird heute immer digitaler. Hochtief gestaltet diese Entwicklung aktiv mit und dafür sind wir bestens vernetzt. Hier besprechen die Experten von Hochtief Vicon in Essen gerade ein Building Information Model für die neue Northwest Metro in Sydney mit unseren australischen Kollegen von CIMIC. Digitale Modelle auf Basis von 3D- und Logistikdaten helfen, den Bauprozess effizienter zu gestalten, also schneller und sicherer. Die CIMIC-Gesellschaft CPB Contractors arbeitet in einem Joint Venture auch am neuen Bauabschnitt 2 der Sydney Metro. Dabei spielt nachhaltiges Bauen eine große Rolle. Eines ist sicher, die Arbeit auf der Baustelle bleibt real. Mit riesigen Baumaschinen, großen Teams, komplexer Logistik und detaillierter Planung. Aber heute geht es auch um Big Data, Augmented Reality, künstliche Intelligenz und mehr. Daraus ergeben sich fantastische Chancen für die Bauindustrie. Bei Hochtief kommt Building Information Modeling in allen großen Bauprojekten zum Einsatz. So werden Bauwerksdaten mit vielfältigen Informationen verbunden, etwa zu Termin- und Kostenplänen und dem Lebenszyklus. Über Virtual Reality lassen sich alle Elemente eines geplanten Bauwerks vor dem Baustart überprüfen. Pure Effizienz. Mit Augmented Reality gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir können an der Baustelle in Echtzeit überprüfen, ob alle Arbeiten plangemäß ausgeführt wurden. Etwa beim Spiral, einem der neuesten Wolkenkratzer in New York City. Nur eines der fantastischen Projekte von Turner. Um die neuen digitalen Themen zu verbinden, haben wir Nexplore gegründet. Unsere weltweite Innovationsgesellschaft. Nexplore arbeitet an digitalen Innovationen rund ums Bauen. Mit Kollegen an mehreren Standorten weltweit. Ein aktuelles Thema, Georeferencing, die Erfassung und der Umgang mit geologischen Daten. An der Baustelle der A6 in Heilbronn haben wir mit Drohnen erste Tests zur Fotogrammetrie und Laserscan-Datenerfassung gemacht. Die exakte Massenberechnung der Erdbewegungen ist bei solchen Projekten besonders wichtig. Eine Echtzeitüberwachung des Bauabschnitts sorgt für genaue Planung und schnelle Reaktionszeiten. Unsere Nexplore-Kollegen in Minneapolis entwickeln dafür Software und Algorithmen. Allein das Handling der riesigen Datenmengen ist eine echte Herausforderung. Nexplore arbeitet mit einer Reihe von Universitäten zusammen. In diesen Kooperationen suchen wir gemeinsam nach innovativen Lösungen. In Minneapolis werden derzeit auch die Geodaten von weiteren Infrastrukturprojekten verarbeitet, zum Beispiel für ein großes Schnellbahnprojekt in Kalifornien. Die Hochtiefgesellschaft Flatiron ist am Bau in einem Joint Venture beteiligt. Auch bei diesem Projekt kommen modernste Vermessungsmethoden zum Einsatz. Sie bergen hohes Einsparpotenzial durch verlässliche Planung. Innovation sehen wir als eine gemeinsame Aufgabe. Darum ist unser Innovationsteam weltweit in mehreren Zentren vertreten. Zum Beispiel in Sydney. Hier ist CIMIC am Großbauprojekt des West Connex Motorway beteiligt. Wie man sieht, verläuft der größte Teil der Strecke durch Tunnel unterhalb der Stadt. Das bedeutet weniger Staus, neue Jobs und gute Verbindungen für die Menschen in der Metropole. Durch Vernetzung und Innovation wird Hochtief noch schlagkräftiger. Wir verbessern das Projektmanagement insgesamt. Schauen wir uns ein Beispiel an.
Virtuelle Assistenzsysteme, die lernen und mitdenken. Echte Hilfen im Baualltag. When will this section be completed? Zusammen mit Microsoft arbeiten wir an einem Programm zur Projektdokumentation mittels eines sprachgesteuerten Assistenzsystems. Für die Projektteilnehmer heißt das direkter Zugriff auf die relevanten Projektdaten und schnelles, fundiertes Entscheiden. Mal sehen. Gibt es noch weitere Innovationsmodule? Zusammenarbeit mit IBM und anderen Forschungsinstituten. Alles klar. Hochtief beteiligt sich an einem neuen Programm des MIT IBM Watson AI Lab hier in Boston. Das Labor betreibt Grundlagenforschung zu künstlicher Intelligenz. Die Verbindung zu einem so wichtigen Forschungszentrum bedeutet, dass wir bahnbrechende Neuerungen für unsere Industrie unmittelbar nutzen können. Mit IBM arbeiten wir eng an der Entwicklung solcher Lösungen zusammen. Eine andere Kooperation, die Arbeit mit dem Startup-Unternehmen U-Matics. Hier geht es um präzise Ortungstechnologie, die das Monitoring von Innen- und Außenräumen ermöglicht. Mithilfe von neuer Robotiktechnologie sollen Innenräume ohne GPS-Unterstützung dreidimensional vermessen und exakt abgebildet werden. Die Industrie ist im Umbruch. Es ergeben sich unglaublich spannende Perspektiven. Und wir werden die digitale Transformation aktiv mitgestalten. Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Vernetzung. Das bedeutet für uns weniger Risiken, bessere Prozesse und Arbeitsbedingungen. Hochtief wird in Zukunft ein IT-basierter Konzern sein. Weltweit vernetzt. Mit Menschen im Mittelpunkt. Connected. Hochtief. Die Zukunft beginnt. Now.